Guten Tag und herzlich willkommen an der Orgel von St. Johannes Harvestehude. Mein Name ist Christopher Bender. Ich möchte Ihnen eine kurze Einführung zur Bedienung unserer Orgel geben. Mit diesem Chip-Speicher aktivieren Sie die Orgel, indem Sie ihn unterhalb der linken Registerzüge an diesen Empfänger halten. Dann wird die Orgel gestartet. Auf demselben Weg wird sie auch ausgeschaltet. Sie haben an der Orgel die Möglichkeit, die Register zu speichern. Bis zu 3000 Kombinationen sind möglich. Sie können sich durch das Menü navigieren mit diesen Tastern, die drei Pfeile für die Tausender, die zwei für die Hunderter und das eine für die Zehner. Beispielsweise 2270 erreiche ich zweimal hier drücken, zweimal hier drücken und siebenmal hier drücken. Und die 70 erreichen Sie, indem Sie die 0 hier drücken. Wenn Sie hier speichern möchten, drücken Sie S und die letzte numerische Zahl gleichzeitig gedrückt halten, dann ist hier gespeichert und so weiter. Und Sie können aber auch speichern, indem Sie Setzer drücken und den derzeit leider unbeschrifteten Taster in der Mitte drücken. So kommen Sie direkt dann zur nächsten Kombination. Sie können koppeln mechanisch oder elektrisch. Elektrisch finden Sie in dieser Schublade hier. Zurzeit ist leider die mechanische Koppel 2 an 1 schadhaft und erzeugt einen Heuler. Deswegen unbedingt nur die elektrische Koppel 2 an 1 benutzen, wenn Sie das Oberwerk ans Hauptwerk koppeln möchten. Hier finden Sie auch noch weitere Koppelmöglichkeiten, Sub- und Superkoppeln für alle Werke und auch die frei zuschaltbaren Röhrenglocken und die Klarinette, die sowohl als 16 als auch als 8 Fuß verfügbar ist für alle Werke. Sie haben zwei Schwelltritte neben der Walze. Die Walze können Sie mit diesem Knopf aktivieren. Daneben der Schwelltritt für das Schwellwerk und ein zweiter Schwelltritt, der frei zuordnenbar ist. Sie können ihn entweder als Windschweller benutzen, hier können Sie die Werke auswählen, oder als Windschweller für die Klarinette. Dazu müssen Sie hier aktivieren, den Windschweller, und jetzt können Sie die Klarinette im Wind drosseln. Wenn Sie darüber hinaus besondere Koppeln bauen möchten, finden Sie die Möglichkeit dazu in der rechten Schublade. Auch die ist ausklappbar. Über die Taste OK gelangen Sie ins Menü. Der erste Menüpunkt heißt Kombination. Wenn Sie diesen nochmal mit OK bestätigen, kommen Sie zum Unterpunkt Koppeln. Auch das mit OK bestätigen. Und hier kommen Sie zu einer Auswahl an Koppeln, die Sie definieren können. Derzeit ist keine definiert. Und wenn Sie nochmal OK drücken, kommen Sie zur Auswahl der ersten Koppel. Sie können aber auch weitere zweite, dritte, fünfte Koppeln definieren, indem Sie mit den Pfeilern rauf und runter navigieren. Ich wähle in dem Fall die erste Koppel aus, drücke OK. Und nun kann ich definieren, wenn ich zum Beispiel vom Hauptwerk ans Oberwerk koppeln möchte, als Terzkoppel, wähle ich ausgehend vom zweituntersten C die Terz, drücke diese Taste, definiere den Bereich, in dem er koppeln soll. Ich kann zum Beispiel nur einen schmalen Bereich definieren, in dem Fall eine Oktave im Oberwerk, indem ich die beiden Tasten, die äußerste und den gleichzeitig drücke, gedrückt halte. Nun wird das hier definiert. Und wenn Sie mit den Pfeilen rauf und runter navigieren, können Sie noch Unterpunkte definieren. Also Sie sehen 1 an 2, Koppelbereich C1 bis C2. Und unter Typ Koppel können Sie noch auswählen, ob es eine Normalkoppel ist oder mit dem Pfeil nach rechts eine Basskoppel oder eine Melodiekoppel. Ich wähle in dem Fall mal eine Melodiekoppel. Das Ganze bestätige ich, indem ich noch einmal OK drücke. Jetzt ist diese Koppel definiert. Mit dem Pfeil nach rechts aktiviere ich die Koppel. Mit dem Pfeil nach links wird sie wieder ausgeschaltet. Ich schalte sie an. Wähle ein Register aus dem Hauptwerk, koppel es ans Oberwerk. Und wichtig ist, wenn Sie diese Kombination speichern möchten,
müssen Sie zunächst das Hauptmenü verlassen, indem Sie Escape drücken, so lange, bis wieder die Registerzahl angezeigt wird, die Kombinationszahl. Sie bestätigen das mit Sätzen OK. Und jetzt können Sie hören, dass im Oberwerk in diesem Bereich die Terzkoppel erklingt und in dem Fall, wie ausgewählt, lediglich als Melodiekoppel. Soweit eine kurze Einführung an unsere Orgel. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.